Ja, herzlich willkommen zum 12. Designabend. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und vor allen Dingen freue ich mich, Nico, dass du heute dir Zeit nimmst und heute so ein bisschen uns was erzählen wirst über Positionierung, über Markenworkshops, über kreative Prozesse. Ich bin schon sehr gespannt. Vielleicht starten wir einfach mal damit. Du hast ja schon erzählt, dass du heute schon aus Chemnitz wieder gekommen bist und dort schon Genau. einen spannenden Tag hattest. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, wenn du erzählst, was du heute schon gemacht hast, dass man einen ganz guten Eindruck davon bekommt, was du so tust und worum es auch heute Abend vielleicht gehen kann. Magst du mal erzählen, wo du heute schon warst und was du da gemacht hast? Ja, ich würde vielleicht, wenn es für dich okay wäre, Andreas, ein bisschen früher ansetzen, noch ganz kurz, wie es überhaupt dazu gekommen ist, weil das hat ja was mit unserer speziellen Arbeitsweise zu tun, die sich entwickelt hat. Wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich euch ganz kurz 2, 3, 4 Minuten mitnehmen auf die Reise, quasi von 2002 bis Chemnitz 2023. Also es dauert Ja, nur drei, vier Minuten. unbedingt. Ja, leg los. Sehr gut. Großartig. Ja, dann, ich freue mich erstmal auch riesig, dass ich heute Abend hier in der Runde mit dabei sein darf und vor allem, dass sich hier über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier zu den Abend zusammengefunden haben. Großartig. Schon mal ganz lieben Dank für den Vertrauensvorschuss und ich werde mein Bestes geben, dass sich der Abend für euch lohnt und dass ihr spannende Impulse und Gedanken für euch mitnehmt. Und dass ich hier heute tatsächlich stehen darf, um mit euch über das Thema Positionierung und Markenworkshops zu sprechen, in den Austausch zu gehen, ist tatsächlich nicht ganz selbstverständlich, weil ich wollte ursprünglich einen ganz anderen Karriereweg einschlagen. Mit Kreativität sollte er schon immer was zu tun haben, aber nicht so, wie ich es heute betreibe, sondern eher mit meiner eigenen Hände Arbeit tatsächlich. Ich wollte nämlich ganz ursprünglich mal Schreiner werden. Das war so mein erster Berufswunsch und ich habe das auch insofern vorangetrieben, als dass ich damals zwischen dem schriftlichen und dem mündlichen Abitur ein dreiwöchiges Praktikum bei einer Schreinerei gemacht habe. Und ich habe dann am Ende der 3 Wochen den Meister gefragt, und was sagst du, kann das was werden mit dem Gewerk und mir? Und da ich heute hier nicht erzähle, wie man eine Schrankwand aufbaut, ahnt ihr vielleicht schon, was für eine Richtung das ging. Und was er mir damals mitgegeben hat, das habe ich bis heute nicht vergessen. Da hat er zu mir gesagt, ganz ehrlich, Nico, wenn du mit anfasst, ist es so, als wenn zwei Leute loslassen. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich sagte, okay, machst du was anderes? Und da ich bei mir damals noch keine besonderen Stärken ausgemacht habe, außer dass ich wahnsinnig schnell essen kann und ein fotografisches Gedächtnis für Sportstatistiken habe, bin ich tatsächlich erstmal bei der Bank gelandet. Das hat sich auch für mich gelohnt, weil ich meine Frau dort kennengelernt habe. Aber ich habe irgendwann dann so in meinem Großraumbüro gesessen und habe mich gefragt, was ich mal so von meinem Berufsleben erwarte. Und dann kennt ihr das vielleicht, habe ich mich so an meine Schulzeit zurückerinnert, an die Diskussion, wo geht's auf Klassenfahrt hin? Geht's nach München, Berlin, nach London, Rom? Und ich habe mich tatsächlich daran nie beteiligt, weil ich immer der Meinung war, wenn ich mit den richtigen Menschen unterwegs bin, ist es überall geil. Und ich habe gesagt, mein großer beruflicher Traum wäre es, wenn ich irgendwann sagen könnte, ich arbeite nur noch mit Menschen zusammen, die ich wirklich, wirklich gerne mag. Jetzt ist die spannende Frage, wie kannst du das hinbekommen, wenn du sie dir selber aussuchen kannst? Und einer dieser Menschen ist und war schon immer mein Cousin und damaliger wie heutiger Geschäftspartner. Und es war dann wirklich ganz klassisch. Wir haben abends zusammen am Strand gesessen, haben zusammen Urlaub gemacht, ein bisschen was getrunken und haben dann gesagt, komm her, wir probieren es mal. Wir werfen das Know-how von Agentur- und Unternehmensseite zusammen und machen uns selbstständig. Er kam aus einer Agentur. Und so habe ich sehr zur Freude meiner Eltern damals den sicheren Hafen Deutsche Bank verlassen und mich in einem Bereich selbstständig gemacht, von dem ich überhaupt keine Ahnung hatte. Und so sind wir dann damals losmarschiert und das machen wir mittlerweile seit 21 Jahren und haben natürlich, wie das immer so ist, viel gelernt, viele Fehler gemacht, viele Irrtümer begangen und uns weiterentwickelt. Es gab aber, wenn ich so zurückschaue auf die letzten 21 Jahre, so zwei ganz, ganz große Entscheidungen oder Erkenntnisse, die bei uns für exponentielle Wachstumsschübe gesorgt haben. Und das eine war tatsächlich, dass wir irgendwann einmal verstanden haben, das war so der Moment unserer größten beruflichen Niederlage, wie man Pitches gewinnt. Das war so das, ne, das war so ein Moment quasi, wo wir kurz vor der ersten Insolvenz standen. Und weil wir damals bei unserem größten Kunden einen Pitch so dermaßen vor die Wand gesetzt haben, dass dieser Kunde sofort und wie sich im Nachhinein herausstellen sollte, für die Dauer von 10 Jahren die Zusammenarbeit mit uns beendet hat. Aber jetzt gibt es ja auch dieses schöne Zitat, manche Geschenke sind einfach nicht so schön verpackt. Und das war ein solches. Und danach haben wir die gesamte Art und Weise, wie wir pitchen, so verändert, dass wir über die letzten 15 Jahre über 90% unserer Wettbewerbe gewinnen. Und das war sozusagen der erste exponentielle Wachstumsschub. Und jetzt komme ich zu Chemnitz.
Und der zweite war irgendwann, dass wir irgendwann mal festgestellt haben, wir haben ja so als klassische Full-Service-Agentur gestartet. Das heißt, wir haben alles gemacht. Internetauftritte, Kampagnen, Messestände etc. Und irgendwann haben wir gesagt, es gibt ja immer dieses leidige Thema mit den Korrekturstufen. Die Designerinnen und Designer unter euch werden das kennen. Und wir hatten irgendwann das Gefühl, die Korrekturstufen nehmen immer mehr zu. Und es ist ja auch immer die Frage, wie weit kann man es dem Kunden berechnen, wann kann man es nicht berechnen, was ist unser Verschulden, was ist das Verschulden vom Kunden. Und ich kann dem Kunden 100-mal sagen, ich brauche bis dann und dann quasi ein Feedback, brauche ich euch alles nicht erzählen, kennt ihr das Spiel? Wir haben irgendwann gesagt, okay, wie können wir das quasi aus der Gleichung nehmen und haben damals dann entschieden, dass wir ausschließlich ko-kreativ mit unseren Kundinnen und Kunden arbeiten. Das heißt, alles, was wir heute machen, zu 100% machen wir gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden. Kein Projekt, was hier rausgeht, sozusagen, ist nicht mit dem Kunden gemeinsam entwickelt worden. Ob das Strategien sind, ob das Design ist. Wir sagen immer, wenn der Kunde bei uns rausgeht, ist er fertig im doppelten Sinne des Wortes. Und wir haben sozusagen dafür haben wir hier quasi einen Co-Creation Campus gebaut. Wir haben so vier verschiedene Erlebniswelten, mit denen wir sozusagen den Prozess abbilden. Und das machen wir, 90% unserer Projekte machen wir auch hier vor Ort. Das war auch eine weitere Strategie, dass Kunden zu uns kommen und wir nicht hinreisen müssen tatsächlich. Ab und zu, und jetzt bin ich bei Chemnitz, ist es aber auch so, wenn wir da 100, 120 Leute haben, ist natürlich, muss man immer auch so die Wirtschaftlichkeit sich anschauen. Reisen 120 Leute oder reist halt nur einer oder zwei. Und ich war heute Morgen sozusagen in Chemnitz und habe dort zum einen eine Keynote gehalten. Da geht es um das Thema Bedeutung von Markenidentität in Veränderungsprozessen und habe anschließend mit den Teilnehmenden so einen ersten Schritt reingemacht in das Thema Markenidentität. Also wir haben über Zukunftsbild gesprochen, wir haben über Wertekanon gesprochen und wir haben über Rollenklarheit gesprochen. Und ja, das war das, was ich heute Vormittag so bis 14 Uhr in Chemnitz gemacht habe, bevor ich dann quasi hier mich auf den Weg zurückgemacht habe in die Agentur. Und jetzt stehe ich hier gerade quasi bei uns im Creative Hub. Das ist eine unserer vier Erlebniswelten. Das ist so ein mit unsere größte. Wir haben insgesamt so 1200 Quadratmeter, wo wir quasi mit unseren Kundinnen und Kunden einmal durch den Prozess marschieren. Das erstmal so ganz kurz als Rahmen, wo wir herkommen und was wir so grundsätzlich machen oder wie wir arbeiten. Ja, und da wir ja schon bei dem Prozess sind und du ja schon diese Räumlichkeiten vorgestellt hast, hast du ja angeboten, dass du mit uns eine kleine Roomtour machen kannst. Genau. Vielleicht machen wir das gleich, oder Na, Nico? okay, also Oder? dann würde ich mal gucken. Ich gucke mal, ob das so funktioniert. Ihr müsst mir mal ein Zeichen geben. Ich habe ansonsten auch Bilder mit dabei. Ich habe mir gedacht, live wäre es eigentlich am schönsten. Und ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen gut erkennen. Ich starte mal mit euch quasi und nehme euch mit in das Future Hub, weil die grundsätzliche Frage, die wir uns immer stellen mit unseren Kundinnen und Kunden, beim ersten Termin, ich habe meistens beim allerersten Termin habe ich einen Joghurtbecher mit dabei. Ich stelle, wenn ich mit Kundinnen und Kunden das erste Mal arbeite, stelle ich so einen Joghurtbecher auf den Tisch. Und dann stelle ich immer die Frage, haben Sie eine Ahnung, was, wenn man Studien Glauben schenken darf, dieser Joghurt mit einem Großteil aller heute existierenden Geschäftsmodelle, Jobprofile und Serviceangeboten gemeinsam haben? Und irgendwann kommt dann jemand drauf und sagt, jo, der hat ein Ablaufdatum, sage ich ganz genau. Und dieser Joghurt hat sogar noch einen riesen Vorteil, dessen Ablaufdatum steht oben auf dem Deckel drauf. Sage ich, wir als Organisation haben die Möglichkeit, unser ökonomisches Ablaufdatum immer weiter in die Zukunft zu verschieben, wenn wir niemals aufhören, uns eine einzige Frage zu stellen. Und diese Frage lautet: Wie bleiben wir wertvoll für den Markt? Wertvoll für bestehende und neue Kundinnen und Kunden, wertvoll für bestehende und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und diese Frage nähern wir uns immer in unserer allerersten Erlebniswelt. Ich gucke mal kurz, ob ihr das so oben mal kurz sehen könnt. Das ist nämlich unser Future Hub. Sozusagen, das ist quasi ein Raum, wenn der vorbereitet ist, in Teilen über künstliche Intelligenz und über Sprachsteuerung. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein UFO. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Wir haben hier so ein Tisch, Lagerfeuer, so ein bisschen futuristisch. Lagerfeuer finden sich bei uns in unterschiedlichsten Erlebniswelten immer wieder. Ich mache mal ganz kurz hier das Licht an. Und das ist sozusagen der Raum, wo wir mit unseren Kundinnen und Kunden meistens den Prozess starten und erstmal so 5 Jahre in die Zukunft reisen. Das heißt, wir machen im Vorfeld sehr, sehr viel Recherche, führen Interviews und gucken uns an, wie wird sich deine Branche, wie wird sich dein Markt sozusagen in den nächsten 5 Jahren weiterentwickeln? Welche Veränderungen wird es da geben? Das ist sozusagen das, was wir hier quasi meistens
so in der ersten Stufe machen. Und wir wissen ja, dass ein Großteil unserer Gedanken, das habe ich auch damals unter anderem auch bei dir gelernt, lieber Andreas, über den Raum beeinflusst werden, in dem wir uns aufhalten. Deswegen ist es ja im Design Thinking auch so, dass ich den Problemraum und den Lösungsraum ja nicht nur gedanklich trenne, sondern tatsächlich auch haptisch unterschiedlich inszeniere. Und wenn du Zukunft denken willst, dann musst du Zukunft auch sehen, hören und fühlen. Ja, und das ist dann, wir haben das dann, wenn der Raum eingerichtet ist für einen Workshop, dann kann man hier, wenn man aus dem Fenster guckt, dann haben wir da verschiedene Projektionen. Also das heißt, wir gehen einmal komplett sozusagen in das Setting für den Kunden rein und reisen einmal gemeinsam in die Zukunft. Also ich habe insgesamt bei mir im Unternehmen auch zwei Frame-Designer beschäftigt, also zwei Menschen, die sich nur Gedanken darüber machen, wie ist das Kundenerlebnis von dem Moment, wenn sie quasi auf dem Parkplatz sind oder im Hotel ankommen, bis sie bei uns wegfahren. Die denken sich auch neue Settings, neue Formate aus für unsere Kundinnen und Kunden. Wir haben zum Beispiel so eine Wettbewerbsanalyse, die wir über Drohnen machen, wo wir uns dann den Wettbewerb mal aus der Helikopterperspektive anschauen. Also das ist quasi Stufe Nummer eins. Wir reisen quasi 5 Jahre ungefähr in die Zukunft und überlegen uns, wie wird sich deine Branche oder dein Markt in den nächsten Jahren entwickeln. Das ist sozusagen Stufe Nummer eins. Wenn wir das wissen, sozusagen, ist ein bisschen ich glaube, wir sind ein bisschen hin und her, aber das ist Hauptsache noch ein uns wird bisschen. nicht schwindelig, Nico. Bitte? Hauptsache uns wird nicht schwindelig. Genau, ansonsten mal kurz die Augen zu machen. Ich sage dann Bescheid, wenn wir im Raum sind. Genau, dann sind wir quasi ganz gut, weil es ist tatsächlich auch gerade vorbereitet für einen Sprint am Wochenende. Dann gehen wir quasi hier in unser Creative Hub, das ist sozusagen der flächenmäßig größte Bereich. Da bauen wir dann quasi den ganzen Entwicklungsparcours auf. Dann geht es wirklich um die Frage, was müssen wir heute tun, quasi, um in 5 Jahren noch wertvoll für den Markt zu bleiben. Ja, dann geht es wirklich darum, die Kreativstrategie zu entwickeln oder auch ins Design zu gehen. Das ist, glaube ich, gerade ein bisschen unscharf. Ich gucke mal kurz, ob sie es wieder einstellt. Ist gerade ein bisschen unscharf, ne? Mal Aber kurz wir hören gucken, dich ob's. und wir erahnen, was du für tolle Räumlichkeiten hast. Also ich Ja, habe es mir müsste vorher die ja Frage jetzt. gestellt, ich wollte dich eigentlich fragen, aber dir erübrigt Ja. sich jetzt natürlich schon die Frage, wie du es schaffst, die Kunden aus dieser, ich unterteile das ja immer in Ernie und Bert, und Ja. du möchtest die ja quasi in diese kindliche Ernie-Rolle reinbringen, damit eben gewisse vorgefestigte Meinungen und das alles, das brauche ich gar nicht weiter ausführen. Jeder versteht das, glaube ich, sofort mit diesem Bild. Also wie ihr das schafft, die Leute aus dieser Bärtrolle rauszuholen, um eben konzentriert in dieser kurzen Zeit zu arbeiten. Aber wenn ihr so ein Entertainment macht und die wirklich mit auf diese Reise nimmt, dann erübrigt diese Frage. Also das finde ich wirklich ganz großartig, wie ihr das da macht. Habe ich in der Form auch Also, nie so konsequent ausgeführt gesehen. Also ganz, ganz fantastisch. ja, ganz lieben Dank auch nochmal auch für den Impuls und für die Frage. Und genau das, also es gibt ja dieses schöne Sprichwort, ne, wir hören nicht auf zu spielen, weil wir alt werden, sondern wir werden alt, weil wir aufhören zu spielen. Und alles, was wir machen, wir denken immer vom Ergebnis her. Also das heißt, am Ende werden wir natürlich vom Resultat gemessen. Wenn die Kundinnen und Kunden hier rausgehen und sagen, hey, hat sich leicht angefühlt, das war witzig, wir haben auch mal neue Perspektiven eingenommen, wir haben auch ein bisschen was Verrücktes gemacht, ist das cool. Es muss aber immer quasi am Ende des Tages werden wir an den Resultaten gemessen, dass das, was wir da machen, am Ende des Tages auch wirklich funktioniert. Und deswegen bekommt also auch jeder Workshop von uns immer eine kreative Leitidee oben drüber. Entweder machen wir eine wirklich so eine Expedition, dann kann es auch sein, dass die hier tatsächlich mal in unseren Räumlichkeiten übernachten. Oder unser Klassiker ist ja so ein bisschen hier der, ich wollte, dass es scharf bleibt, ist ja sozusagen, ist der Future Flight hier so ein bisschen inspiriert, also Markenklarheit in Lichtgeschwindigkeit, so inspiriert von zurück in die Zukunft. Der Und DeLorean. dann das ziehen wir auch komplett durch von der Einladung sozusagen zu dem Flight. Das komplette Setting hier vor Ort. Wir haben unten in unserer Werkstatt, können wir Sachen auch spritzen auf Kundendesign, auf kreative Leitidee. Wir arbeiten viel mit Bauzäunen, wo wir quasi dann Stationen mit aufbauen. Das Catering, die Kolleginnen und Kollegen, die das Catering da machen, die sehen dann aus hier wie Doc Hollywood sozusagen. Also das ziehen wir quasi einmal komplett dann durch. Und dann ist hier quasi, je nachdem, was wir gerade entwickeln, ist dann der komplette inhaltliche Parcours ist einmal hier im Raum vorbereitet. Das heißt, wir starten nie auf der weißen Wand. Wir bearbeiten immer mit vorbereitenden Challenges bei unseren Kunden. Also unsere Kundinnen und Kunden bekommen entweder Fragen im Vorfeld gestellt. Das sind dann solche Sachen zum Beispiel,
Wie würdest du einem Kind im Alter von 10 Jahren erklären, was du beruflich tust oder was ihr als Unternehmen beruflich tut? Ne, das zahlt so ein bisschen darauf ein, sich dem Kern, der Essenz zu nähern. Was ist denn das, was wir eigentlich wirklich als Mehrwert draußen am Markt stiften? Weil die meisten haben das Problem oder die Herausforderung, dass sie zu komplex sind. Und unser Job ist es eigentlich, diese Komplexität rauszunehmen und Dinge einfach zu machen. Ne, oder welche Headline möchtest du gerne in 5 Jahren über dich in der Zeitung lesen, beispielsweise? Oder wenn du nach deinem Unternehmen googeln solltest, ohne den Unternehmensnamen einzugeben, wonach würdest du googeln? Ne, solche Dinge. Es sind eher so auch auch ein bisschen witzige Fragen. Entweder das oder wir führen im Vorfeld Interviews und die extrahieren wir nach einem bestimmten Verfahren und haben dann quasi schon zu den unterschiedlichsten Stationen, zu Zielen, wie man es so sieht, zu Werten, zum Claim, zum Markenversprechen, zum Thema Purpose da oben, zum Thema wichtigste Thema Markenidentität, wer was wie und wow. Also wenn wir uns abends am kalten Buffet treffen, hast du ungefähr 30 Sekunden Zeit, um mich für dich zu begeistern. Was sind sozusagen die 4 Sätze, die du in dem Moment bringst und vor allem, dass die ganze Organisation die kennt. Ne? Und am allerwichtigsten, ganz am Ende, das ist so ein bisschen das Zäheste, unsere Future Map. Wie bringst du das ganz am Ende des Tages auch auf die Straße? Ne? Das ist so ein Setting sozusagen für so einen klassischen Positionierungssprint. Da geht es jetzt noch nicht ums Design. Das machen wir aber beim Design ähnlich. Ne? Das heißt, auch da arbeiten wir vorher mit Interviews und Challenges. Ups, ich komme kurz. Mit Interviews und Challenges und entwickeln schon mal erste Ansätze und dann kommen Kundinnen und Kunden hierher und wir designen das live mit dem Kunden. Das war natürlich, könnt ihr euch vorstellen, das war natürlich eine riesen Challenge auch für unsere Designerinnen und Designer, da, weil es eine völlig neue Arbeitsweise war. Und früher war es ja so, die haben Dinge designt, haben es an den Berater, an die Beraterin gegeben, die haben das rausgeschickt sozusagen. Und dann gab es irgendwann die Korrekturwünsche. Und dann zu sagen, also Designer lieben es ja, wenn jemand hinter ihnen steht und ihnen über die Schulter guckt. Das finden die total geil. Nicht so. Ne? Und das zu verkaufen war erstmal ein Riesending. Aber wenn du das dann hier wirklich so groß auf dem Beamer hast, ne, und die Kunden stehen dahinter und die sind ja total beeindruckt. Ne, weil, also sagen wir so, muss ich ja sagen, ich feiere ja meine Designer nicht mehr, wie schnell und wie cool die Programme beherrschen, weil das für mich natürlich. Ich weiß, dass die das können. Aber allein das, wenn dann die Kundinnen und Kunden dahinter sitzen und sehen, wie die arbeiten und was auch dahinter steckt, und die bekommen dann hinterher den Applaus, also das macht so viel. Als der erste Designer bei uns aus dem Live-Format rausgegangen ist, und der ist hier durch die Agentur geschwebt. Ne? Und die lieben das. Und das ist wirklich, das war ein riesen Kultur. Change, das halt so zu machen. Ne? Aber wir nehmen, was wir weggenommen haben, ist halt, weißt du, so dieses früher, wenn du Logos entwickelt hast, wie hast du das gemacht? Ne? Du entwickelst ganz viele verschiedene Varianten, dann wählst du 3 aus, die packst du auf Mockups, die inszenierst ein bisschen und den Rest packst du irgendwie in die Outtakes, falls bei den 3 in der Mitte nichts dabei ist, dass der Kunde vielleicht sagt, hey, aber der eine aus dem Outtake, den finde ich geil. Also haben wir das zumindest früher gemacht. Und wir haben irgendwann gesagt, ist doch total blöd, warum machen wir uns diese Gedanken für den Kunden. Natürlich sind wir die Expertinnen und Experten und müssen beraten, aber wir machen die ersten Entwürfe gemeinsam, bereiten wir vor für den Kunden und in dem Moment, wo es dann darum geht, eine Entscheidung zu treffen, was fliegt raus oder die Typo, das Icon miteinander zu verbinden, dann nehmen wir den Kunden mit rein. Und das ist total geil. Und er sagt dann halt, oh, könnt ihr das mal grün machen, könnt ihr hier nochmal die Typo umstellen, dann geht man eher in den Diskurs, in den Dialog und wenn der Kunde rausgeht, ist er fertig. Weil sonst machst du es ja so, der sagt halt bitte die Änderung, die Änderung, die Änderung, dann gibst du die weiter, dann schickst du es wieder hin. Also Riesenakt. Und das haben wir quasi komplett aus der Gleichung genommen damals. Und das war für uns tatsächlich unternehmerisch einer der größten Game Changer überhaupt, dass wir gesagt haben, wir machen das nur noch gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden. Das war am Anfang eine gewisse Herausforderung, das auch tatsächlich so zu verkaufen, weil Kundinnen und Kunden ja immer gesagt, boah, die Zeit habe ich nicht. Also gerade auch für so einen Sprint, das geht 1 oder 2 Tage, die ganzen Leute da rauszuziehen. Aber wir haben dann immer gesagt, wisst ihr was, ihr müsst die Zeit ja sowieso investieren. Ja, entweder über für Korrekturstufen, für interne Abstimmungen und so weiter. So investiert ihr die Zeit gezielt, geplant und ihr wisst, wenn ihr hier rausgeht, seid ihr fertig.
ne, und könnt dann loslegen. Und wir haben noch zusätzlich festgestellt, logischerweise die Akzeptanz der Ergebnisse ist viel besser, weil ja alle mitgearbeitet haben und sie sind natürlich auch viel sattelfester in der internen Weiterpräsentation, weil sie haben es ja mitentwickelt. Sie haben ja nicht irgendeine Agenturpräsentation bekommen, sondern sie haben ja wirklich mitgearbeitet. Sie sind viel sattelfester, sie haben eine viel, viel höhere Identifikation. Und ich muss es auch ganz ehrlich sagen, das, was wir machen, ist auch erfolgreicher dadurch. Weil unsere Kundinnen und Kunden haben ja ganz viel Ahnung von dem, was sie da tun. Ne? Und früher haben unsere Sachen vor allem schön ausgesehen. Heute funktionieren sie. Ne? Und das ist natürlich ein großer Dank, weil auch unsere Kundinnen und Kunden, weil die machen ja in der Regel schon eine ganze Menge richtig. So, das ist also quasi so Stufe Nummer zwei. Um das nochmal kurz, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Messekonzept oder sowas machen, dann haben wir verschiedene Stationen. Dann haben wir eine Station, die heißt kreative Leitidee. Ne, was ist also die Idee für den Messestand? Dann haben wir den Messebauer mit dabei. Da machen wir gleich dazu schon so einen ersten architektonischen Entwurf. Ne, dann haben wir jemanden mit dabei für Werbemittel, der dann sagt, okay, wir haben das Thema, keine Ahnung, aktuelles Thema Payment Jungle sozusagen. Das heißt, ne, Überblick behalten im System der digitalen Zahlungssysteme. Ne, dann kommt der Messebauer, sagt, okay, wie können wir das Dschungelthema quasi auf dem Messestand quasi umsetzen? Und dann sagt der Werbemitteldienstleister, okay, da habe ich schon ein paar coole Werbemittel mit dabei. Und dann haben wir noch den Druckdienstleister gegebenenfalls mit dabei. Wie können wir das quasi auch im Printmaterial mit umsetzen? Das heißt, das machen wir quasi wirklich alles sozusagen an ein oder zwei Tagen. Und das ist sozusagen hier so der kreative Teil. Und ich hatte es vorhin kurz erzählt und wir haben zum Beispiel, was wir manchmal auch machen, dass wir den Raum in der Mitte teilen. Und wenn wir so Wettbewerbsanalysen machen, dann dekodieren wir zum Beispiel den Wettbewerb auf der anderen Seite, dann arbeiten wir sehr viel so auf dem Boden, so mit Frog Tape und gucken vor, welche Dimensionen schauen wir uns an. Und dann haben wir quasi beispielsweise den Vertriebsleiter hier und der fliegt dann mit einer Drohne auf die andere Seite sozusagen und guckt sich dann aus der Adlerperspektive mal den Markt an und schaut, okay, wo sind hier noch Lücken im System? Und das wird dann halt hier auf einer Leinwand übertragen und alle Vertriebler sehen das. Und das ist so ein bisschen so diese, natürlich könnten wir auch sagen, ich kann das auch vorher auf einem Chart, auf einem PowerPoint-Chart designen und kann das einmal vorstellen, aber die Identifikation, der Erlebnisfaktor ist ein anderer. Und so versuchen wir halt immer Ernie und Bert sozusagen, wir brauchen ja beide sozusagen zu bespielen. Sozusagen, das ist sozusagen unsere zweite Erlebniswelt. Wenn wir die durchhaben sozusagen, jetzt laufe ich wieder auf die andere Seite und hoffe, dass euch nicht schwindelig wird. Das heißt also, wir sind in die Zukunft gereist. Wir haben dann quasi den kreativen Prozess abgeschlossen mit unserer Future Map. Und dann geht es wirklich nochmal so ein bisschen in das, da brauchen wir dann die Bärts. Weil jetzt geht es ja wirklich darum, das, was wir entwickelt haben, das auch wirklich auf die Straße zu bringen, also in die Umsetzung zu bringen. Das ist gerade mir so ein bisschen, seht ihr hier wieder ein bisschen Lagerfeuer, glaube ich, so ein bisschen hier und jetzt ein klassisches, weil hier haben wir quasi jetzt das größte Whiteboard Nordhessens, sozusagen hinten an der Wand, weil wir sagen, eine gute Umsetzungsstrategie muss am Ende des Tages sozusagen auf eine Wand passen. Im Zweifelsfall muss halt die Wand einfach groß genug sein. Und das hier machen wir dann wirklich sozusagen dann den Projektplan, wer macht was bis wann und wo sind unsere Qualitätsschleifen und so weiter und so fort. Also das passiert quasi alles dann hier bei uns im sogenannten Focus Hub. Da sind auch bewusst keine Fenster im Raum, gar nichts, keine Ablenkung, ganz pur nur dieses Whiteboard. Wir können den Raum noch in verschiedene Lichtstimmungen tauchen, in das Corporate Design des Kunden beispielsweise oder für bestimmte gedankliche Prozesse, bestimmte Farbsysteme hinterlegen. Aber das ist quasi sozusagen das, was wir hier machen. Und insgesamt ist es so, also wenn wir, ne, wir haben in die Zukunft gereist, wir haben es kreativ gelöst, wir haben es in eine Strategie überführt. Und ich kann euch das mal zeigen, also so ein bisschen das Spielerische bei uns ist quasi, mal gucken, was ist hier. Wir versuchen auch immer so kleine Überraschungsmomente zu machen. Also Toiletten heißen bei uns hier Hallen der Harmonie, weil ich da mal von einem Kollegen, der war in Asien, der hat gesagt, die heißen in Asien Hallen der Harmonie. Das fand ich so cool. Und bei uns sind zum Beispiel alle Toiletten, ich nehme mal mit aufs Klo, alle Toiletten sind so kleine Erlebniswelten. Ne? So nur für It-Girls, nur für Belesene. Dann, die sind alle tapeziert quasi. No, und dann haben wir immer so Sprüche quasi auf den Toiletten drauf. Ich guck mal gerade hier, das haben wir hier. Ja, Tauchen, Rauchen verboten. Ich weiß, kann man's, ich guck mal kurz, kannst du kurz hin. Das ist, kann man, so. Also sind hier quasi, sind alle so ein bisschen, alle haben quasi so ein, jedes Klo bei uns, wir haben viele Klos,
hat ein eigenes Design. Und das ist übrigens auch tatsächlich, unsere Toiletten hier sind in den sozialen Medien die meistgeteilten Räume. Also aus jedem Workshop werden Klos geteilt in den sozialen Medien. Ich glaube, dafür sind wir wahrscheinlich am ehesten bekannt. Ich weiß, als wir das gemacht haben, da hatten wir eine große Veranstaltung hier bei uns und da war das noch nicht so umgesetzt. Und da war meine älteste Tochter gerade in Australien. Und dann haben wir gedacht, um die Veranstaltung vorzubereiten, sind wir auf die Idee gekommen, lass uns doch die Klos tapezieren. Und ja, ich glaube, wir hatten innerhalb kürzester Zeit, hatten wir, glaube ich, 120 Stories und Posts nur zu unseren Toiletten. Da hat mich meine Tochter aus Australien angerufen, was ist mit euren Toiletten los? So, also das heißt also quasi, wir sind in die Zukunft gereist, wir haben den kreativen Lösungsweg entwickelt, wir haben es in eine Strategie übersetzt. Und dann ist sozusagen der letzte Part, das ist sozusagen unser Team-Hub. Das ist so ein alter Tresorraum von einer Bank, der geht über mehrere Etagen. Sozusagen versammeln wir dann quasi nochmal alle am Projekt Beteiligten und machen so einen riesengroßen Gallery Walk. Das heißt, alle Ergebnisse, alle Resultate werden dann sozusagen an die Wände gebracht, sozusagen, und werden nochmal inszeniert, um auch am Ende des Tages, damit A, alle abgeholt sind, was haben wir vor, was passiert jetzt, was sind die Ergebnisse unseres Prozesses, wann sind die nächsten Schritte, und das gehört tatsächlich bei uns dazu, diese Ergebnisse auch zu feiern, für eine maximale Identifikation dessen, was wir da erarbeitet haben. Das ist sozusagen quasi unser Team-Hub, wo es am Ende dann darum geht, das, was wir erarbeitet haben, noch zu zelebrieren, zu kommunizieren und gemeinsam zu feiern. Und dann haben wir noch so ein kleiner Raum, haben wir noch das Design Hub sozusagen. Das ist ein Raum, der dann sozusagen co-kreativ mit unseren Kunden das Design entwickeln. Wo wir dann sozusagen all die Sachen, die wir uns erarbeitet haben, die wir vorbereitet haben, quasi mit dem Kunden gemeinsam finalisieren. So, jetzt muss ich einmal kurz durchatmen. Ja, spannend. Genau. Also ein kurzer Einblick, wie so unsere Räume aufgebaut sind. Das, was ihr hier oben seht, haben wir quasi unten nochmal mehr oder weniger digital abgebildet in unseren Studios. Ja, absolut großartig. Also erstmal finde ich das total toll. Also man sagt ja immer so, dass wenn man seine eigene Positionierung gefunden hat oder seine eigene Vision gefunden hat, dann macht alles im Leben Sinn. Also daran kann man das erkennen, dass man wieder auf diesem richtigen Pfad ist. Und ich finde es ganz schön, weil du hast ja gesagt, dass du mal Schreiner werden wolltest. Und das merkt man aber, diese Liebe zu dieser räumlichen Darstellung, ne? Also es wäre ja nicht so, wenn du nicht diesen Wunsch irgendwie mal in dir hättest, diese räumliche Inszenierung auch zu machen. Also wirklich ganz, ganz fantastisch. Habe ich so in der Konsequenz auch wirklich noch nicht gesehen. Sehr, sehr spannend. Also gerade diese Liebe zu der eigenen Inszenierung und zu der eigenen stolzen Darstellung von dem, wie man sich selber präsentiert dem Kunden gegenüber, ja, ist das, glaube ich, ein Punkt, den viele unterschätzen. Und das finde ich, das lebt ihr ganz hervorragend. Also nicht nur, dass ihr die Kunden mit auf eine Reise nehmt und sie aus dieser Bärtrolle rausholt, weil sie eben in eine andere Welt, in eine kreative Welt spürbar und sichtbar mit allen Sinnen erlebbar haben, aber ihr zeigt euch einfach auch in dieser Liebe in den Details, also bis hin zu den Toiletten. Also es ist total klasse, dass es überall dieser Spirit ist. Also wirklich ganz, ganz großes Kino, was ihr da macht. Ganz, ganz, da ist einiges passiert in den letzten 10 Jahren oder wann ich bei euch war. Das stimmt. Und vielleicht nochmal dazu, auch schon nochmal über das Thema auch Positionierung, was braucht es dafür? Und für sowas brauchst du natürlich am Ende des Tages irgendwo auch ein Koordinatensystem. Also woran machst du das fest, ne? Damit das halt eben nicht ein buntes Sammelsurium ist, sondern dass es tatsächlich auch auf etwas einzahlt. Und das hat unter anderem einen Teil eines solchen Koordinatensystems, das hat ganz, ganz viel mit Werten zu tun. Und möchte ich vielleicht ganz kurz eine Erfahrung mit euch teilen, weil also wie Marke wirklich funktioniert, habe ich vor kurz nach unserem Workshop damals am eigenen Leib erfahren dürfen, um vor allem, wie viel das mit Werten zu tun hat. Und zwar, wenn wir über Marke sprechen, wissen wir alle, dann sind uns Menschen unterschiedliche Dinge unterschiedlich wichtig. Also wofür wir so unser Geld ausgeben. Ja, die einen für tolle Urlaube, tolle Reisen, schicke Designerklamotten, teure technische Geräte, dicke Autos, was auch immer. Bei mir zu Hause werdet ihr keine teuren technischen Geräte finden, ihr findet keine Designerklamotten und ihr findet auch keine dicken Autos. Was ihr bei mir aber immer findet, ist lecker Essen und guten Wein.
Das ist das, wofür meine Frau und ich das Geld ausgeben, was nach den Kindern noch übrig ist. Nichts, also Autos sind mir null wichtig. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, Modell und Farbe, und dann hört es auch auf. Nichtsdestotrotz habe ich vor weit über 10 Jahren mich mal kurzzeitig dazu hinreißen lassen, einen Sportwagen zu fahren. Und damals habe ich verstanden, wie Marke wirklich funktioniert. Ich hatte mir damals einen Firmenwagen konfiguriert. Das war ein Golf. Er wird ja über die Firma geleast, und der sollte so 42.000, 43.000 Euro kosten. Man muss ja auch immer gucken, mit was für einem Auto kannst du beim Kunden vorfahren. Er soll ja auch nicht das Gefühl haben, er zahlt dir deine Karre. Und da habe ich aber trotzdem einem Kumpel einen Tipp gegeben und hat gesagt: Hier, Nico, mach doch mal spaßeshalber Folgendes. Guck doch mal bei Porsche vorbei. Da gibt es den Porsche Cayman. Das ist so ein Sportwagen. Den nutzen die Porsche-Mitarbeitenden als Firmenwagen und den geben die nach relativ kurzer Zeit für einen für Porsche-Verhältnisse günstigen Kurs an den Markt. Ich habe gesagt, Porsche, eigentlich so gar nicht meine Marke, habe ich gesagt. Und ein Zweisitzer für eine fünfköpfige Familie auch maximal ungeeignet. Aber ich habe gedacht, du kannst ja mal gucken. Da habe ich recherchiert und tatsächlich habe ich einen gefunden in Karlsruhe, also schlappe 4 Stunden von mir entfernt. Müsst ihr euch vorstellen, 9 Monate alt, 9.000 Kilometer runter, schwarz-beiges Leder, 38.000 Euro. Jetzt stand ich vor der Frage: Nimmst du einen 42.000, 43.000 Euro Golf oder nimmst du einen 38.000 Euro Porsche, schwarz-beiges Leder? Da habe ich gedacht, na, dann kannst du dir zumindest mal angucken. Da habe ich mich ins Auto gesetzt, bin da runtergefahren. Ihr müsst euch vorstellen, das parkt ja normalerweise bei Porsche im Hinterhof. Na, so, ne, weil ich kam da an und der stand schon vorne vor dem Autohaus, war ein sonniger Tag, und ich komme auf den Hof und dann kommt mir einer entgegen und sagt: Schönen guten Tag, Sie müssen der Herr Gundlach sein. Ich so, ja. Sind Sie schon mal Porsche gefahren? Ich so, nee, im ganzen Leben noch nicht. Hat er gesagt: Wissen Sie was? Machen Sie doch Folgendes. Fahren Sie erst mal eine Runde, und dann unterhalten wir uns weiter. Mir war natürlich völlig klar, was der wollte, ne? Streichel erst mal das Katzenbaby oder das Hundewelpen und dann gib's zurück und sag, du willst es nicht. Und nachdem ich dann herausgefunden habe, dass Porsche den Schlüssel links und nicht rechts hat, bin ich auch irgendwann vom Hof gekommen. Und nach einer Viertelstunde ist natürlich genau das passiert, was die wollten. Ich bin rechts an Straßenrand, habe mein Telefon rausgeholt, habe meine Frau angerufen, habe gesagt: Schatz, ich muss das machen. So, aber das Großartige ist, was hinterher passiert ist. Weil wenn du so ein Fahrzeug über die Firma leasst oder finanzierst, dann brauchst du Unterlagen für einen Steuerberater, für die Bank und so weiter. Und jedes Mal, wenn ich bei Porsche angerufen oder eine E-Mail geschrieben habe, hat es nicht ein einziges Mal länger als 30 Minuten gedauert, bis ich meine Unterlagen im E-Mail-Postfach hatte. Nicht ein einziges Mal. Warum? Weil Porsche seine Markenkernwerte, Performance, Ästhetik und Qualität, durch die gesamte Organisation durchgezogen hat. Vom Erstkontakt über das Produkt bis hin in den After-Sales. Und Martin Limbeck hat es mal so schön formuliert. Er hat gesagt: Starke Marken haben starre Regeln. Wenn du eine Marke kaufst, dann kaufst du Berechenbarkeit, dann kaufst du eine Zugehörigkeit, dann kaufst du ein Markenversprechen. Und ich mache mit meinen Teilnehmern, wenn ich beispielsweise das Format mache, Führungskraft als Marke, immer eine schöne Übung zum Einstieg und so eine Vorstellungsrunde. Wenn ich eine Marke wäre, welche Marke wäre ich und warum? Und das Coole ist, jeder sucht sich Marken aus, mit deren Werten und Eigenschaften man sich selber identifiziert, weil Werte sind Identifikationsfläche für andere. Und das richtig Coole bei Porsche war noch, um das nochmal abzurunden: Die haben mir das Auto sogar noch nach Kassel gebracht. Die haben mir das zugelassen. Und ich bin glücklich verheiratet und mein Zielpublikum von Hause aus sind Frauen. Aber als der junge Mann, der mir das Auto gebracht hat, zu mir in die Agentur gekommen ist, habe selbst ich gesagt: Mein lieber Herr Gesangsverein Nico, also das wäre auch einer für dich. Ja, also 1,90 groß, Lederjacke, Hut, sportlicher Typ. Hätte man mir gesagt, mal einen Typen, der zur Marke Porsche passt, hätte ich wahrscheinlich so einen gemalt. Da sind noch ein paar Kolleginnen, die zu mir kommen und gesagt: Wer war denn das? Ich sage: Oh, der lässt mein Auto zu. Ja, also, und deswegen ist es so wichtig, für sich klar zu haben, für welche Werte möchte ich stehen? Maximal drei, weil mehr als drei können wir uns nicht merken und können wir auch nicht aktiv ins Erleben, in die Anwendung bringen. Daran scheitern auch so viele Leitbildprozesse in Organisationen. Viel zu komplex, anderthalb DIN A4 Seiten runtergeschrieben, kann sich keiner mehr merken. Weil wenn du zum Beispiel für Kreativität stehst, ist es eben nicht egal, wie in einem Skype-Meeting, einem Zoom-Meeting, einem Teams-Meeting dein Hintergrund aussieht. Ne? Also genau darum geht es. Also die Frage ist: Was sind meine Kernwerte und wie bringe ich sie auch ins Erleben? Ne? Liebe zum Detail, Professionalität, einer unserer Kernwerte.
Und wir haben bei uns so Sprüchetassen, habt ihr wahrscheinlich eben nicht, konnte man nicht sehen, wir haben so Sprüchetassen und damit unterstützen wir eine Kinderhospiz. Ne? Und zum Beispiel mein Geschäftspartner, der Sascha, dem ist das total wichtig, dass diese Sprüchetassen immer so stehen, dass man sich die angucken kann, dass die Sprüche da nicht schief stehen. Ja, wenn ich ein Format mit einem Kunden mache, dann gehört es für mich zur Professionalität ganz banal, dass die Mülleimer leer sind. Ja, dass da nicht vorher irgendwie noch der Müll vom Vorher-Workshop oder irgendein nicht genutztes Mehrfachstecker so aus der Wand hängt. Und es geht da tatsächlich auch um das Bewusstsein. Und es geht um die Kleinigkeiten. Die machen am Ende des Tages tatsächlich dann den Unterschied. Und wenn du weißt, wofür du stehst und wie du wahrgenommen werden möchtest, dann kommst du natürlich auch auf coole Ideen, wie du das Ganze inszenieren und ins Erleben bringen kannst. Du brauchst halt quasi diese Klarheit, ist eins von drei Dingen, die du brauchst, ist diese Werteklarheit. Wie möchte ich draußen wahrgenommen werden? Ja, großartig. Bei Porsche und Pitch, du hast ja gesagt, dass ihr erfolgreich pitcht. 90% der Pitches gewinnt ihr. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber es gibt ja eine ganz fantastische Porsche-Anekdote von Jung van Kenne Matthiaert. ich. Die kennst du. Die kenne ich, genau. Wo sie, mit, wo, sie mit, wo sie nur mit einer kleinen Pappe angekommen sind, weil mehr nicht in den Elfer passte. Ganz genau, das ist die Legende. Also für alle nochmal die ganze Geschichte. Es gibt all diese Legende von Jung van Matt, also die Agentur aus Hamburg, die eben auch für außergewöhnliche, kreative, provokante Lösungen steht. Auch da, ne, diese Provokation dort. Also sie hatten eben eine Präsentation. Unter anderem waren viele Agenturen vorher. Also es sind ja nicht nur eine Agentur, die pitcht, sondern mehrere Agenturen, die pitchen. Und da ist natürlich immer Riesen, Zinnober, Tamtam mit ganz viel Aufwand. Und dann waren eben Jung van Matt dran und die sind eben dann eben nur mit einem kleinen Aktenkoffer reingekommen, haben so eine kleine Pappaufsteller Präsentation gemacht und dann kam halt irgendwann die Frage, ja, ist das jetzt alles? Und sie sagten ja, mehr passt ja nicht in unseren neuen Elfer Kofferraum rein. Und damit hatten sie halt den Markenkern auch von Porsche verstanden. Also ganz großartige Idee zu zeigen, wie man sich eben in den Kunden reinversetzen kann. Und das macht ihr ja auch ganz fantastisch, dass ihr euch im Vorfeld eben nicht einen standardisierten, ihr habt natürlich schon einen standardisierten Prozess, den ihr Ja. immer wieder individualisiert. Und die Genau. Erlebnisse für den Kunden auf deren Werte oder auf deren Business abzielt. Also Genau. Also. fantastisch. Also ich bin mehr als begeistert. Also ich kenne ja viele, die Sprints machen, die Workshops machen, viele Kreative, die so arbeiten. Die meisten, die ich kenne, benutzen diese kreative Vorphase mit Kunden, das Co-Kreative mit dem Kunden in erster Linie als Inspirationssammlung, als Recherche, um den Kunden zu verstehen, also in der Tiefe auch zu verstehen. Aber den eigentlichen kreativen Prozess machen sie dann schon im Team. Und das macht ihr ja anders. Und da würde ich gerne nochmal eintauchen. Ihr habt ja auch den eigenen Raum, den hast du jetzt, glaube ich, nicht gezeigt, diesen Designraum. Also wie macht ihr auch wirklich, dass ihr den Kunden dabei habt, diesen Schulterblick, den meintest du ja gar nicht bildlich, sondern der ist ja bei euch wortwörtlich da, ja? Kannst du das Genau. nochmal beschreiben, wie ihr das macht? Weil das finde ich. Genau. Jetzt bezogen aufs Design oder eher auf Positionierung und Identität. Aber weil am Also. Ende ist es fast egal, weil es ist eigentlich der gleiche Prozess. Ich Genau, kann also es du hast ja mal. gerade erzählt, also dass wir sogar mit dem Kunden, ja, dann probieren wir mal das Grüne und dann machen Genau. wir mal das Graue. Genau. Genau. Und Also. meine Frau findet irgendwie das gut und also das kennt man ja alles, so diese Genau. Befindlichkeiten und jeder hat ja einen Geschmack. So, und Genau. da ist es Ganz ja eben genau. diese Kunst der Moderation weg von dem Geschmack hin zu der Genau. professionellen Ästhetik der Funktion von Design, der Reduktion. Und das finde ich sehr spannend, wie ihr das hinbekommt, weil das muss ja ganz feinfühlig gemacht werden, weil ich kenne auch Kunden, die sich dann sehr schnell auch in ihre eigene kreative Fähigkeit verlieben und ihre Vorstellung verlieben. Wie holt ihr die da Ja. wieder raus und wie bekommt ihr das dann wieder in diese professionelle Ästhetik, die ja Ja. nicht immer unbedingt dem persönlichen Geschmack entsprechen muss? Ja, das ist korrekt. Ich fange mal kurz ganz hinten an. Mhm. Es gibt ganz wenige Ausnahmefälle und da haben wir auch eine ganz, ganz klare Haltung. Also wir sagen natürlich auch, Design ist nicht demokratisch. Aber am Ende ist es eine unternehmerische Entscheidung und der Kunde zahlt. Und wenn der Kunde sich partout, wir haben einen Beratungsauftrag und wir beraten den Kunden, wir empfehlen dem Kunden. Aber wenn der Kunde am Ende des Tages, wenn das merkst du ja auch, wenn er sagt, das ist genau das Ding, was ich haben will, dann bekommt er das auch von uns.
Tatsächlich. Warum? Möchte ich auch erklären. Das hat nichts damit zu tun, wir sagen, okay, dann nehmen wir einfach das Geld mit. Ich glaube, bei allem, was wir tun, bei Positionierung, bei Design, mindestens 50% des Erfolgs, ob das am Markt funktioniert, und darum geht es, das ist am Ende das, worum es geht, ist, ob der Kunde wirklich Bock darauf hat. Ob er sich damit identifiziert, ob er dahinter steht, ob er sich so in das eigene Produkt, in das eigene Design, in das eigene Ergebnis verliebt. Und wenn ich das Gefühl habe, der Kunde hat sich da rein verliebt und er kennt ja seinen Markt, er kennt sein Unternehmen. Und selbst wenn es meinem ästhetischen Empfinden und meiner professionellen Meinung widerspricht, wenn ich glaube, der brennt dafür, dann gehen wir da auch mit. Das ist nochmal sozusagen, das ist aber, kommt ganz, ganz selten vor. In der Regel läuft das Ganze so ab, dass wir tatsächlich dem Kunden im Vorfeld verschiedene Challenges geben, dass wir zum Beispiel, ne, wir machen erstmal so klassische Fragen, so von je nachdem, es ist immer eine Frage, startet ein Kunde neu oder hat er schon was, ne? Aber dann sind dann so Fragen, ne, so Entweder-Oder-Fragen oder so Skala-Fragen, dass wir sagen, ne, bist du eher, magst du es eher puristisch oder magst du es eher verschnörkelt? Eher warme Farben, eher kalte Farben. Schick uns mal drei Logos, die du richtig geil findest, drei Logos, die du total abstoßend findest. Schick uns mal drei Webseiten, die du liebst, drei Webseiten, die du schlimm findest. Ne, wir geben also quasi, wir versuchen vorher durch verschiedene Challenges oder Interviews uns vom Kunden erstmal so ein Gefühl zu holen, dass wir sagen, okay, so schätzen wir den ein, was ist ihm wichtig. Uns ist natürlich immer wichtig, dass wir Logos inhaltlich erklären können, dass wir sagen, ne, dass sie natürlich auch irgendwie eine Botschaft in sich tragen. Und dann bereiten wir tatsächlich, wenn wir das vom Kunden haben, dann bereiten wir verschiedene Varianten vor. Dann gehen wir wirklich erstmal ganz breit dran. Ich setze meistens, immer je nach Budgetrahmen, drei oder vier Designer parallel dran und jeder bekommt die Aufgabe, erstmal so erste Entwürfe zu machen, so die ersten Ideen anzuskizzieren. Entweder geskribbelt, meistens machen wir es aber schon digital. Aber wirklich erstmal nur Form, Farben, Typografie, mal einen ersten Wurf, ohne schon wirklich bis ins letzte Detail alles final feinjustiert zu haben. Wir gucken dann immer schon so ein bisschen, haben wir natürlich so ein paar Favoriten. Und dann haben wir tatsächlich, und dann haben wir meistens, sagen wir mal, keine Ahnung, 25 Varianten relativ schnell im Raum. So, und die haben wir dann meistens groß auf einer großen Wand, entweder geplottet, meistens haben wir sie geplottet. Oder digital, und dann gehen wir tatsächlich, und dann kommt der Kunde zu uns. Und wir haben die auch erstmal in der Regel im ersten Wurf immer nur in Schwarz-Weiß, weil da müssen sie auf jeden Fall ja schon mal Minimum funktionieren. Na, und dann gehen wir mit dem Kunden ran und machen erstmal Ausschlussverfahren, welche Dinge kommen für dich überhaupt nicht in Frage. Ne, wir haben natürlich uns vorher auch schon angeguckt, was machen so Marktbegleiter, dass wir da keine Redundanzen drin haben. Na, aber trotzdem, der Kunde hat natürlich immer noch einen umfangreicheren Blick. Und dann reduzieren wir erstmal. Und dann haben wir am Ende, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Varianten noch im Raum, wo der Kunde sagt, hey, hier gefällt mir das Icon, hier die Typografie, können wir uns das mal gemeinsam anschauen. Und dann haben wir quasi tatsächlich dann einen riesengroßen Beamer und der Kollege oder einen großen Bildschirm und der Kollege gestaltet und der Kunde oder die Kunden sitzen damit dabei und sagen, können wir mal Versal, können wir es mal kursiv machen, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Und das ist ja meistens so ein gemeinsamer Prozess, wo man einfach wirklich sehr konstruktiv in den Dialog und in den Austausch geht. Und in der Regel fragen uns die Kunden dann auch nach unserer Meinung und die bringen wir mit rein. Und dann wie gesagt, in 90% der Fälle findet man ein sehr, sehr gutes Commitment zwischen dem, was fachlich wichtig ist, das ist unsere Aufgabe, und dem, was der Kunde liebt und womit sich identifiziert. Und da finden wir in der Regel immer einen guten Kompromiss, weil wir ihn dann mitnehmen. Und er sieht ja dann auch live sozusagen auch, was nicht funktioniert. Und du kannst natürlich, du merkst ja auch so ein bisschen, also mal unter uns, der Kunde guckt dich ja dann in der Regel auch an als Experte und er sieht ja schon an deinen Gesichtszügen sozusagen, das kann man natürlich auch so ein bisschen steuern. Ist das jetzt was oder ist das nichts? Ne? Also, ich meine jetzt nicht NLP oder sowas, aber du hast einfach wirklich diesen konstruktiven Austausch. Das heißt, wir gehen erstmal relativ breit ran, ohne wirklich schon zu hart in die Details zu gehen, basierend auf dem, was wir vom Kunden wissen. Das ist die Voraussetzung. Und dann haben wir das alles im Raum und dann gehen wir wirklich mit dem Kunden ran und sagen, okay, wir haben das meistens geclustert. Hier haben wir quasi reine Typo-Lösungen, hier haben wir Bild, und Typo und hier haben wir so vielleicht ganz extravagante Geschichten. Und dann fangen wir erstmal an wegzustreichen. Wir haben das natürlich digital alles hinterlegt und die Varianten, die am Ende da sind, die machen wir dann wirklich live. Mal das hin, größer, kleiner. Und dann kommen irgendwann die Farben mit dazu. Also So machen wir das. dadurch, dass ihr ja diese Räumlichkeiten habt, diesen Prozess habt, diese Struktur auch habt, die dem Kunden ja auch ein Gefühl von, die wissen, was sie da tun, ich kann diesen Prozess miterleben,
nimmst du ja schon ganz viel Unsicherheit bei dem Kunden, ne? Also mein Gefühl ist immer, dass der Kunde auf jeden Fall immer Sicherheit braucht. Und es geht nicht darum, zu sagen, so, das sind jetzt drei Vorschläge, such dir mal eins aus. Das ist ja wie beim Genau. Anwalt, ne? Also ja, wir können in Berufung gehen, wir können das, das will man ja nicht, ne? Also man möchte ja als Kunde Sicherheit haben. Das erfordert ja auf der anderen Seite, dass ihr eine total klare Absicht habt und total klar in dem seid, was ihr habt. Und dann kommt diese Energie, glaube ich, auch rüber. Aber trotzdem braucht es ja eine gewisse Moderationsfähigkeit, die du wahrscheinlich auch nicht unbedingt alleine machen kannst, wenn jetzt ein Team ist. Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie viel seid ihr? Also habt ihr da, weil du hast ja auch gesagt, für euch ist Rollenverständnis auch wichtig, ne? Also auf der anderen Seite auch, welche Rolle habt ihr intern und wie ist das Rollenverständnis auch in dem Kunden? Und kannst du nochmal zu diesem Rollenverständnis, das fand ich sehr spannend, nochmal was sagen? Auf welcher Ja, Ebene immer? da sage ich auch gleich nochmal. Also einmal bei uns ist es so, natürlich, wie viele Leute mit dabei sind, auch kundenseitig, auch da haben wir so Maximalgrenzen, wo wir auch sagen, es macht keinen Sinn, ein Logo mit 50 Leuten, ne, zu diskutieren. Also da sagen wir schon so, ne, wer sind die, die sachlich-fachlichen Beitrag leisten können, die es auf jeden Fall entscheiden müssen und die wir vielleicht politisch mitnehmen müssen. So, ne, das sind so die wir damit reinnehmen. Normalerweise machen das mittlerweile unsere Designer eigenständig. Da muss also ich jetzt quasi nicht mit rein. Die haben ja auch viel mehr Ahnung als ich. Ne? Aber das ist dann eher nur nochmal so ein Rollenthema aus Beratungsseite. Manchmal braucht der Kunde genau das, was du sagst, Andreas, vielleicht nochmal gefühlt diese Sicherheit, dass gerade wenn ich so das Erstgesicht war, dass ich auch nochmal sage, das ist gut, aber in der Regel von der Kompetenz sind die ja bei unseren Designern optimal aufgehoben. Und bei diesem Rollenverständnis geht es vielmehr darum, nochmal wirklich klar zu haben, auch jetzt, wenn wir wieder beim Thema Marke sind, ne, als Einzelperson, als Organisation, als Unternehmen, was ist quasi, was ist eigentlich mein absolutes Kernthema, was über allem schwebt? Kurzes Beispiel, um es zu verdeutlichen. Ich habe erzählt, ich habe meine berufliche Karriere angefangen bei der Bank. Und mein allererster echter Chef hatte den Spitznamen Tütenmatze. Matze, weil er Matthias heißt, und Tüte, weil er quasi immer mit einer Tüte morgens ins Büro gekommen ist und hat einmal so in die Runde gewunken und ist dann in die Zentrale Kaffee trinken gegangen. Das war so unsere Wahrnehmung. Und so eine Abteilung wie Tütenmatzes gab es noch 25 weitere Male in Deutschland. Und alle anderen Chefs haben mit angepackt, haben Portfoliostrategien entwickelt, haben Kundenfälle bearbeitet, was auch immer. Nur nicht Tütenmatze. Der ist morgens reingekommen, kurz Hallo gesagt, mit seiner Tüte in die Zentrale. Und der hat nicht nur nicht mitgearbeitet, der hat sogar immer noch dafür gesorgt, dass wir mehr zu tun hatten als alle anderen. Weil jedes Mal, wenn es in der Zentrale ein Pilotprojekt gab, irgendeine Abteilung, die das mal ausprobiert hat, der noch gesagt, hier, das machen meine Jungs und Mädels. Das kam natürlich nur mittelgut an im Team, logisch. Ich habe damals gesagt, so als junger Mitarbeiter, ey, das macht er richtig clever, der hat sein Team so organisiert, ja, dass es komplett ohne ihn funktioniert und macht sich da ein schönes Leben. So, und zwar fanden das alle so lange nicht gut, bis die Börsen gecrasht sind und die Bank angefangen hat, eine Abteilung nach der anderen zu schließen. Und am Ende des gesamten Prozesses, ich war dann schon nicht mehr da, gab es von 26 Abteilungen noch eine einzige. Und ihr ahnt natürlich, wessen? Tütenmatze, sonst wäre es eine schlechte Geschichte. Und was das Spannende war, und da komme ich jetzt zum Punkt der Rollenklarheit, ich habe mich dann später mal mit ihm unterhalten und hat mir eine ganz, ganz wichtige Sache nicht nur für mein Leben mitgegeben, aber ganz besonders auch in dieser Rolle. Er hat gesagt: Nico, frag dich immer eine Sache, egal in welcher Funktion du unterwegs bist. Was ist deine aller wichtigste Aufgabe? Das, was über allem steht. Die eine Sache, die nur du kannst, sei es aufgrund von deiner Erfahrung, sei es aufgrund von deiner Kompetenz, deiner Expertise oder sei es aufgrund dessen, was bei dir auf der Visitenkarte draufsteht. Mein Job habe ich darin gesehen, dafür zu sorgen, dass wir als Abteilung wertvoll für die Organisation bleiben und dass die Organisation das sieht. Deswegen bin ich in die Zentrale gegangen, habe Netzwerke geknüpft, habe Unternehmenspolitik gemacht und habe jedes Pilotprojekt geholt, was wir kriegen konnten, weil ich dafür gesorgt habe. Und das ist mein Job in der Führung gewesen, ein Team zu kreieren, das ohne mich funktioniert und das einen sicheren Arbeitsplatz hat. Akten zu bearbeiten, Fälle bearbeiten, Portfoliostrategien konnten alle anderen auch. Und da habe ich so viel für mich mitgenommen, gerade das Thema Rollenkleid, weil wenn ich mal gucke, ja, das eine ist ja quasi, meine eine Rolle ist, ich bin Unternehmer. Und meine zweite Rolle, was ich auch liebe es, mit Führungskräften zu arbeiten.
Ja, aber wenn ich in meiner Rolle als Unternehmer unterwegs bin, ist es meine Kernaufgabe, Menschen für die Zusammenarbeit mit meinem Unternehmen zu begeistern, dass meine Mitarbeitenden ausreichend zu tun haben. Wenn ich im Trainingsraum beispielsweise stehe, ist es meine Aufgabe, die Wirksamkeit der Führungskräfte zu steigern. Also erstmal klar zu haben, was ist denn eigentlich meine Aufgabe und dann auch diese Rollen gegeneinander zu priorisieren. Weil es ist nicht clever, 200 Tage im Jahr im Workshopraum zu stehen, weil dann habe ich gut zu tun, aber mein Team nicht und dann reicht es nicht. Also habe ich für mich irgendwann klar gemacht, ich mache x Trainingstage im Jahr und keinen einzigen mehr, egal wie attraktiv das Angebot ist. Ja, und diese Klarheit brauchst, und genau deswegen ist es auch so wichtig, jeder meiner Mitarbeitenden hat diese Identitätsmatrix, dieses Wer, Was, Wie und Wow. Also jeder kann das für sich beantworten. Wer bin ich? Wie interpretiere ich meine Rolle? Was ist meine Kernaufgabe in diesem Kontext? Wie erfülle ich sie? Und was mache ich ein bisschen anders als alle anderen? Das sind so diese vier Fragen, so wie wir immer sagen, so der Kern vom Elevator-Pitch. Diese vier Fragen gilt es immer zu beantworten. Und das gilt es auch genauso für eine Organisation. Und idealerweise so, dass jeder quasi das am Ende auch erzählen kann. Weil wir sagen, am Ende des Tages ist Marke nichts anderes als die Summe aller Erfahrungen an jedem einzelnen Markenkontaktpunkt. Und dafür brauchst du halt eine Prüfschablone. Das ist die große Herausforderung heute, das irgendwie zu synchronisieren. Habe ich das gerade richtig verstanden, Nico? Du nennst das Wer, wie, was und wow. Wer, was, wie und wow. So haben wir es genannt. Und das ist halt, wie mache ich das besonders, ja? Genau, das ist, genau. Sehr Wer schön. Ist eigentlich, wie interpretiere ich meine Rolle? Ne, das was ist in dieser Rolle eigentlich meine Kernaufgabe, sodass das über allem, wie erbringe ich sie? Und was ist das Wow? Was ist das, was mich besonders macht? Und jeder hat irgendwas oder jedes Unternehmen hat irgendetwas, was es besonders macht. Und damit meine ich noch nicht mal zwangsläufig einzigartig. Kann auch sein, aber es geht erstmal darum, einfach besonders zu sein. Das haben wir häufig, wenn wir Positionierungen begleiten und dann in Bereichen unterwegs sind, wo manche sagen, ja, da gibt es schon wen. Dann sage ich immer, super, wenn es da schon jemanden gibt, weil das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass da auch ein Markt ist. Weil wenn du irgendwo unterwegs bist, wo es noch keinen gibt, gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist vor dir auf der ganzen Welt noch niemand auf die Idee gekommen, kann sein, sind Ausnahmefälle, passiert auch mal, oder da ist halt auch kein Geld zu verdienen. Ne, so mal stark vereinfacht ausgedrückt. Das heißt, wenn es da schon jemanden gibt, ist gut, weil dann kann man sich angucken, was ist schon da und wo sind vielleicht die Lücken, wo wir reingehen können und wo wir uns differenzieren können. Ja, also Das ist gerade im Prinzip das, was wir erarbeiten. Diese vier Ws, dafür machen wir diesen ganzen Zinnober hier. Genau, und das fängt ja bei einem selber an, ne? Also bevor man das mit einem Kunden macht, muss man das ja für sich selber total klar haben. Ja. Besonders dieses Wow, also diese das, eigene Inszenierung. Und das finde ich, das ist so das Inspirierendste, was ich jetzt so durch unseren Call jetzt auch mitnehme, wieder diese Lust und diese Freude an der eigenen Inszenierung. Und das habe ich so das Gefühl, dass viele das so ein bisschen verlieren, weil so viele so im Außen sind und in dieser Kundenabhängigkeit, in dem Kundenzwang und sagen, ja, ich komme nicht dazu, meine eigene Webseite zu machen. Also wie viele Kollegen kenne ich, die Webseiten anbieten und selber keine haben oder sich ständig entschuldigen. Ja, nee, die ist noch nicht ganz fertig und da nehme ich mich auch gar nicht mit aus. Ne? Also man muss sich eben Zeit nehmen für die eigene Inszenierung. Und da ist es dann wieder wichtig, diese drei Werte zu haben. Sag mir mal, was sind denn deine drei Werte oder von euch als Agentur? Für welche Werte steht ihr? Genau. Wir stehen, unsere drei Kernwerte sind Wirksamkeit, Leichtigkeit und Begeisterung. Ne. Wirksamkeit, Leichtigkeit und Begeisterung. Ne? Es gibt immer drei Kernwerte und drei erläuternde Subwerte. Und ich möchte nur mal kurz noch mal ein Beispiel bringen, wie wir damit arbeiten. Wir haben einen großen Kunden, der hat zwei Agenturen. Und er hat schon seit vielen Jahren und Anfang des Jahres lässt dieser Kunde, sagt er, das sind die Projekte, die wir dieses Jahr haben. Und er lässt jedes einzelne Projekt pitchen. Und mal kriegen wir es, mal kriegen es die anderen so sinngemäß. Das ist so die Idee. Und irgendwann hat unser Agenturleiter, der Jöran, sich angeguckt, als ich dieses Projekt mal angeguckt hat, gesagt, hat das was mit Leichtigkeit zu tun? Überhaupt nicht. Mit Wirksamkeit null, weil wir helfen, immer 50% der Ideen landen im Müll und begeisternd ist das auch nicht. Subwert von Leichtigkeit ist Mut. Also was hat er gemacht? Er hat den Hörer in die Hand genommen, hat dem Kunden gesagt, pass mal auf, wir kennen uns jetzt schon so viele Jahre. Ihr kennt die andere Agentur, ihr kennt uns, teilt doch die Projekte Anfang des Jahres einfach auf. Ihr wisst doch, was ihr bekommt. Und wenn es mal nicht funktioniert, könnt ihr immer noch sagen, komm, wir nehmen das weg und dann kriegen es die anderen. Der Kunde hat sich darauf eingelassen, die andere Agentur hat sich sogar noch bei uns bedankt. Es hätte aber auch sein können, dass der Kunde sagt, okay, wisst ihr was, wenn ihr nicht mehr bereit seid, für jeden einzelnen Projekt zu kämpfen,
da machen wir es nicht mehr mit euch. Ja, und genau um solche Dinge geht es. Ne? Und gerade auch das Thema Wirksamkeit, ein ganz, ganz wichtiger eben zu sagen, und das ist das, wofür wir antreten, dass wir wirklich einen Unterschied machen. Also wenn ich mit einem Kunden arbeite, dann will ich, dass der auch die Dinge in die Umsetzung bringt, dass am Markt auch wirklich was passiert. Wenn ich auf einer Bühne stehe, ich werde nie alle Menschen erreichen. Ja, aber ich will, dass da dass es einen Unterschied gemacht hat, ob ich da war oder nicht. Na, und wenn du so denkst, wenn es wirklich um Wirksamkeit geht, wenn du sagst, es geht nicht nur darum, dass er ein schönes Ergebnis hat, sondern dass wirklich was am Ende sich verändert hat, dann gehst du anders ran. Und dann hast du auch die Energie und die Power. Gibt ja diesen schönen Satz, auf der Extrameile ist niemals Stau. Na, dann hast du auch diese Energie und diese Power, sozusagen diese Extrameile zu gehen. Weil du aber auch weißt, worauf zahlt sie ein. Ich finde es sehr schön. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, diese Klarheit für sich zu haben, auf Rollenebene und auf Werteebene. Eine Sensation. Ja, ich finde es sehr schön, wie du die Werte lebst, Leichtigkeit, Wirksamkeit und Begeisterung. Weil mit wie viel Leichtigkeit und Begeisterung jetzt schon wieder eine Stunde rum ist, das ist ja der Wahnsinn. Ohne dass du auch nur eine Folie gezeigt hast. Ja? Also das finde ich ja total erfrischend. Und da merkt man einfach, was du für ein erfahrener Speaker auf der Bühne bist, dass du wirklich so fesselnd auch erzählen kannst. Ganz große Klasse. Jetzt würde mich aber trotzdem nochmal erzählen, hast du denn vielleicht das ein oder andere Beispiel aus eurer Arbeit, dass man auch mal so ein Ergebnis sieht von der Wirksamkeit? Hättest du da was auf deinem Rechner oder ist das schwierig? Also wir tatsächlich, wir auch wenn ihr bei uns auf der Website wart, wir arbeiten null mit Kunden-Cases tatsächlich. Okay. Ja, weil wir, also das haben wir, das ist auch tatsächlich eine unserer, eine der Dinge, die Kunden an uns schätzen, dass wir quasi mit keiner, das Einzige, was wir machen, ist tatsächlich, dass wir Kundenlogos verwenden. Das ist das Einzige, was wir an Reputation machen. Ansonsten gehen wir weder mit Ergebnissen auf der Website noch sonst in irgendeiner Form mit diesen Ergebnissen tatsächlich raus, weil wir auch die Philosophie haben, gerade was das Visuelle angeht, am Ende des Tages. Es gibt so viele starke Designerinnen und Designer da draußen. Also das, was wir entwickeln, wird man immer entweder über uns oder über Partnerinnen, Partner auf ein absolut hohes Designniveau heben. Ihr könnt euch unsere Website angucken. Das beste Pferd im Stall. Ich lese gerade eine Frage im Chat, Nico. Ja. Und zwar möchte Britta ganz gerne ein Beispiel für die Selbstinszenierung wissen. Also ich für mich, also du zeigst uns ja gerade eine unglaubliche Selbstinszenierung eurer Agentur, von euren Werten, wie ihr das alles macht, bis hin zur Inszenierung der Toiletten. Hättest du noch mal eine Antwort auf diese Frage, ein Beispiel für die Selbstinszenierung? Also ja, ich hab natürlich, es gibt, also ich überlege gerade, ob ich was Öffentliches habe, was ich zeigen kann. Wir haben natürlich viele Elemente von unseren Kundinnen und Kunden, wie sie das bei sich sozusagen, eines Mitarbeiters. Eines Mitarbeiters, okay. Okay. Ich gucke mal gerade. Also wir haben, also da geht es vor allem bei unseren Mitarbeitern, geht es vor allem tatsächlich eher darum, dass sie diese Klarheit haben auf ihre vier, genau, da geht es zum Beispiel, wir haben zum Beispiel einen Mitarbeitenden, einen Texter bei uns, dessen Wow ist zum Beispiel, dass er in der Lage ist, Dinge extrem einfach zu erklären. Ja, das ist so sein Kern, dass er sagt, also keiner kann Inhalte einfacher erklären als ich. Das ist sozusagen sein Wow, das trägt er auch nach außen. Und das ist auch sein Anspruch an alles, was er textlich beispielsweise für Kolleginnen und Kollegen oder für Kundinnen und Kunden umsetzt. Das ist zum Beispiel, das eine ist das Thema Einfachheit. Wir haben einen Mitarbeitenden, der über das Thema Geschwindigkeit geht. Das ist sozusagen, wenn du schnell zu Ergebnissen kommen möchtest, dann ist quasi das dein Mann. Wir haben eine Kollegin, die baut jedes Design auf einem Dreiklang auf. Also für jedes meiner Designs fußt immer auf drei Kernargumenten. Das sind so diese Wows, die dann die Kolleginnen und Kollegen in ihre Arbeit mit einfließen lassen. Also für mich, in meinen Sprints und mit meinen Kundenarbeiten setze ich auch immer auf Begeisterung, um überhaupt erstmal so einen Anknüpfungspunkt für eine gewisse Energie zu haben. Ne? Weil das, was mich selber begeistert, da entsteht schon mal ganz viel Energie. Und das ist einfach ein ganz tolles Kreativwerkzeug, wenn man sich seine eigene Begeisterung ganz privat für ein Hobby, das kann von Segelfliegen über Comics, über Spielanleitungen lesen, irgendwas sein, was einen selbst begeistert, also das eigene Wow, dass man das immer mit einbringt in den kreativen Prozess, dass man versucht,
sein eigenes Wow mit einzuführen. Und ich habe eine Agentur gecoacht, die haben ein ganz tolles Format. Die machen einmal im Quartal so einen Pecha-Kutscher-Abend. Also quasi für die, die Pecha-Kutscher nicht kennen, das ist quasi ein Vortragsformat, wo man sich 20 Bilder, die man sich selber aussucht, nimmt und die von dem Acrobat Reader zum Beispiel als Präsentationsprogramm automatisch alle 20 Sekunden abgespielt werden. Und dann erzählt man was dazu, sodass jeder Vortrag wirklich genau 6 Minuten 40 ist. Und die haben das dann so gemacht, dass die einmal im Quartal sich abends getroffen haben und jeder Mitarbeiter sollte etwas präsentieren, was ihn total begeistert. Weil das eine unglaubliche Inspirationsquelle ist für gegenseitiges, oh ja, das kenne ich noch nicht, wow, das habe ich noch nicht gehabt. Und daraus entstehen wieder neue Ideen, weil das sind wieder Anknüpfungspunkte für Projekte, wo man, was man irgendwie bei einem Kollegen, bei einem Pecha-Kutscher gesehen hat, vielleicht können wir das so machen, wie du das letzte Mal gezeigt hast. Also dadurch ist bei denen, durch das Präsentieren des eigenen Wows, ein unglaublich toller kreativer Austausch geworden. Wir machen das ja auch viel für Führungskräfte. Ne? Wir haben ja auch so ein Format, die Führungskraft als Marke. Was ich mal machen kann als Beispiel, ich habe mein eigenes Beispiel hier auf dem Rechner. Das kann ich euch einmal zeigen. Wie sieht so ein Extrakt einmal aus? Ich gehe mal kurz starten, der Bildschirmfreigabe, ob das jetzt quasi, ich gucke mal ganz kurz den Bildschirm. Sieht gut Könnt aus. Ihr quasi die Identitätsmatrix sehen? Ja, genau. Genau, alles klar. Also vielleicht ganz kurz zwei Sachen. Das eine war mein Wertekanon, mein persönlicher, mit dem ich über 10 Jahre lang unterwegs war. Das war quasi sozusagen professionell, überraschend, empathisch. So sieht so ein Wertekanon aus. Das war so 10 Jahre lang mein Wertekanon, aber auch unsere Welt und auch Positionierung darf sich am Ende des Tages auch verändern. Und quasi das ist jetzt quasi mein aktueller Wertekanon, relevant, fokussiert und handlungsfähig. Ne, man kann mal auch so ein bisschen das handlungsfähig, kommt auch so ein bisschen aus der Corona-Zeit, wo ich festgestellt habe, was hat das mit mir gemacht und wie möchte ich mein Unternehmen auch für die Zukunft aufstellen? Möchte ich mich nochmal von einer solchen Situation so überraschen lassen? Ne, und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen mein Wertekanon, wie ich aktuell arbeite. Und was ich immer auch empfehle, ist durchaus auch in so einen Wertekanon, wenn man daran mit arbeitet, darf gerne auch ein Wachstumsfeld mit rein. Also beispielsweise Leichtigkeit bei uns auf Unternehmensebene war etwas, wo wir gesagt haben, das wünschen wir uns noch mehr, haben es aber teilweise noch nicht so. Und nur wenn wir es uns bewusst auf die Agenda schreiben, können wir es auch erreichen. Ne? Und das ist zum Beispiel, so sieht so ein Wertekanon aus. Und dann gibt es quasi die Identitätsmatrix. Das ist eine Möglichkeit. Das ist meine Unternehmermatrix, dass ich sage, ne, wer bin ich? Ich bin Unternehmer. Meine Kernaufgabe ist es, Menschen für die Zusammenarbeit mit dem besten Pferd zu gewinnen. Wie mache ich das? Indem ich Keynotes halte, indem ich Netzwerkveranstaltungen besuche und indem ich Content für LinkedIn produziere. Und mein Wow ist, dass ich Dinge versuche, immer ganz, ganz einfach sehr bildhaft zu erklären. Thema Storytelling, Tütenmatze, Porsche etc. Das ist sozusagen meine Primärrolle und meine Sekundärrolle ist, ich bin Trainer und Experte auch für Führungskräftemarketing. Das heißt, ich verbinde die Themen Führung und Marke. Meine Kernaufgabe hier, die Wirksamkeit von Führungskräften zu steigern. Es geht immer erstmal Klarheit zu haben, wer bin ich eigentlich, wofür stehe ich, sich damit zu identifizieren und das tatsächlich später in die Anwendung zu bringen. Also wo mache ich das quasi auch wirklich erlebbar gegenüber meinen Mitarbeitenden? Und das Wow ist, dass ich alles, was ich für Führungskräfte mache, verbinde ich immer diese Themen Marke und Führung. Das heißt, ich gucke mir immer gemeinsam mit Führungskräften an, was könnt ihr für eure Rolle als Führungskraft aus einer ganz anderen Welt, nämlich aus der Welt der Marken lernen. Da gibt es ja immer dieses schöne Zitat, sage ich immer, willst du schnell vorankommen, so geh alleine, möchtest du weit vorankommen, so geh mit vielen. Und ich sage immer, und euer Job als Führungskräfte ist es ja, möglichst viele Menschen möglichst weit in die Zukunft zu führen. Und meine absolute Lieblingssichtweise auf das Thema Führung hat der ehemalige Audi-CEO Herbert Demel mal formuliert. Er hat gesagt, die große Kunst der Führung besteht darin, möglichst viele Menschen zum kollektiven Pferdediebstahl anzustiften. Und ich sage mal, wenn ihr euch mal vorstellt, ihr habt ein Team, mit dem man Pferde stehlen kann, dann steckt da eine ganze Menge drin. Und das ist ja auch die Parallele in die Welt der Marken, weil auch die Aufgabe einer Marke hat es, Menschen anzustiften. Nämlich zu Coca-Cola zu greifen und nicht zu Pepsi oder andersrum. Ne? Und so erkläre ich dann diese Dinge. Und das sind so Dinge, das ist das, was am Ende des gesamten Prozesses eigentlich rauskommt. Und das ist die Essenz. Und vielleicht nochmal, um auch mal so ein bisschen den Druck nochmal aus der Positionierung rauszunehmen. Das eine ist ja klar zu haben, wofür stehen wir. Wir zum Beispiel, dass wir eine Markenagentur sind. Das steht auf der Wer-Ebene.
Und die ganze Übersetzung, das ist dann später das Marketing. Ob wir dann sagen, wir gehen auf Führungskraft als Marke, wir gehen auf Storytelling, wir gehen auf Kundenzentrierung. Das ist dann später die Übersetzung in unseren Kampagnen, im Online-Marketing, in der gesamten Zielgruppenansprache. Ja, es geht erstmal darum, am Ende des Tages ist bei Positionierung immer die Frage, was ist mein Thema und wo habe ich die größte Schnittmenge? Ne, und sozusagen, und die Übersetzung, das, was hinterher gekauft wird, ist dann am Ende des Tages die Produktebene, die Angebotsebene dahinter. Das heißt, es geht erstmal darum, bei der Positionierung, was ist denn überhaupt meine Essenz? Ne, was ist sozusagen der Kern? Bei uns dreht sich alles um Marke. Und das interpretieren wir dann in die unterschiedlichsten Richtungen. Ne, unsere Angebote, wo ich damit rausgehe, ist dann Storytelling, ist dann Kundenzentrierung, ist dann die Führungskraft als Marke, ist dann Employer Branding. Der Kern ist Marke, aber rausgehen tun wir immer mit Subthemen vom Markt, ganz spitz auf verschiedene Zielgruppenthemen oder Branchen. Das heißt also, man kann bei der Positionierung durchaus erstmal für sich klar haben, was ist denn überhaupt mein Thema, weil die Inszenierung, die Übersetzung, das nimmt manchmal ganz viel Druck raus, zu nischig zu sein, dass man sagt, das ist dann später hinterher wirklich die Kampagne und die Umsetzung. Ja, ist ganz schön. Es gibt so einen ganz schönen Dokumentarfilm, gibt es auch bei YouTube, Komplizenschaft heißt der. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da Nee, geht den es kenne ich genau, nicht. da geht es nämlich genau darum. Es geht aber eher so in dem Bereich um Musiker, die sich eben in Projekte zusammentun und irgendwie zusammen Musik schaffen. Und da ist eben das Thema, diese Co-Kreation betrachten die als Komplizenschaft. Also, dass man Ach, wirklich cool, das, ja. was du sagst, eben, dass man wie so ein Geheimbund, wie so ein Diebstahl, wie so ein, also wir sind Komplizen, wir haben klare Regeln, wir haben ein klares Ziel. Und das ist ein ganz schöner Kurzfilm, wo genau dieses Thema, was du gerade beschrieben hast, mit dem wir können zusammen Pferde stehlen, entsteht. Also Komplizenschaft kann ich mal als Tipp reingehen, müsst ihr mal googeln, gibt es auf jeden Fall bei YouTube auch kostenfrei anzugucken. Sehr schön. Sehr schön. Übrigens für alle, die, weil vielleicht kennt ihr es auch schon, für alle, die in Agenturen tätig sind, kann ich nur empfehlen, weil es gibt sich gibt es auf, ich glaube, Apple TV gibt es, falls ist schon uralt, aber wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken, Twin Fruits, die Dose muss menschlich werden. Bester Film aller Zeiten. Nur für Agenturler. Ich wollte da ganz kurz ich habe jetzt sozusagen gesagt, wir sagen immer Positionierung oder so ein Koordinatensystem umfasst drei Elemente. Das ist einmal das Werte, das zweite ist die Identität und das dritte ist natürlich am Ende des Tages die Vision. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Und das ist immer etwas, was auch bei uns am Ende des Prozesses rauskommt, tatsächlich ein sogenanntes Zukunftsbild. Na, und das war damals dieses Zukunftsbild, was wir hier haben, das haben wir uns 2012 auf die Fahnen geschrieben. Und das ist der Grund, warum es diese Location hier überhaupt gibt. Na, und wir haben damals gesagt, Kunden kommen zu uns sozusagen wegen Kreativität. Das war damals so unser Ansatz. Deswegen haben wir gedacht, da haben wir uns den Freizeitpark als Idee rausgesucht und haben gesagt, das hat was damit zu tun, frei im Kopf zu sein, sich aber auch zur Zeit zu nehmen für Kundinnen und Kunden. Wir haben gesagt, ne, bevor wir mit unseren Kunden arbeiten, müssen erstmal bestimmte Dinge geklärt werden. Wer ist unser Kunde? Wo will er hin? Was sind seine Ziele? Deswegen haben wir diesen Irrgarten da unten. Dann haben wir gesagt, wir wollen nicht einfach so mit unseren Kundinnen und Kunden arbeiten, sondern immer auch methodisch geleitet, klare Prozesskompetenz. Dafür stehen die einzelnen Fahrgeschäfte, auch Dinge, die wir von Andreas damals gelernt haben in dem Workshop, dass wir gesagt haben, wir wollen Kreativität sehr methodisch angehen. Wir haben, vielleicht könnt ihr das da erkennen, wir haben da dieses Future, diese Future-Kugel, diese Future, das ist dann unser Future Hub heute geworden. Wir haben schon damals gesagt, wir wollen einen Raum haben, auf dem man Zukunft denken kann. Dann haben wir so diese Spaßburg da hinten. Wir pflegen verschiedene kulturelle Dinge miteinander, auch als Unternehmen. Die haben wir da etabliert. Und damals haben wir noch gesagt, okay, wir gehen wahrscheinlich auf zwei Räume. Wir werden eine Zwei-Standort-Politik haben. Das ist unser Creative Gym. Wir haben gesagt, das, was wir tatsächlich hier tun, das wollen wir auch selber trainieren und wollen es auch in Organisationen bringen. So ist unsere Akademie entstanden. Also all das, was quasi hier damals in diesem Bild entwickelt wurde, haben wir heute tatsächlich realisiert. Und wir haben auch wirklich unsere unternehmerischen Entscheidungen, haben wir uns, wenn wir Dinge entschieden haben, wen stellen wir ein, wen stellen wir nicht ein, welche Investitionsentscheidungen treffen wir, haben wir uns immer vor das Bild gestellt und haben uns gefragt, okay, bringt uns das dahin oder nicht? Also immer ist jetzt hart übertrieben, aber häufig. So. Also das gab es Genau. damals alles noch nicht. Das weiß ich noch sehr genau. Also das ist Ja. alles quasi nachdem wir uns kennengelernt haben, entstanden. Genau. Und ihr hießt auch damals noch ganz anders. Wir Also hießen damals anders, ja. ihr hießt auch, genau. Und Wir hießen Neue Formen.
Neue Formen, genau. Was ja Genau. erstmal, ich glaube, aus heutiger Sicht kann man das sagen, ein wahnsinnig langweiligerer Name ist als bestes Pferd im Stall. Also Also, sie war. wie ist es denn zu dieser Markentransformation gekommen? Also, Ja. ich verstehe natürlich die Metapher, das beste Pferd im Stall, das ist natürlich klar. Aber wie ist das Storytelling genau? Also, weißt du noch, wie ihr da hingekommen seid? Also, wann Ja. die Idee von diesem besten Pferd im Ja, Stall? kann ich. Ist ja Das kann eigentlich ich. ein sperriger Name eigentlich auch für eine Agentur. Das ist Kann ich humorvoll. dir ziemlich genau sagen, das ist tatsächlich unter Corona gekommen. Wir haben nämlich unter Corona quasi wieder auch einen eigenen Future Flight gemacht. Ne, das ist also alles, was uns quasi als Unternehmen auszeichnet, unsere ID, und haben unter anderem auch unser neues Zukunftsbild gemalt, sozusagen. Wo wollen wir im Jahr 2026, 27 stehen, und haben quasi auch basierend darauf alles in Frage gestellt. Haben sehr konsequente Entscheidungen getroffen. Wir hatten zu der Zeit ja auch noch einen Standort in Köln und so weiter. Und jedenfalls war eine unserer vielen Punkte auf unserer Future Map auch, dass wir unseren Namen auf den Prüfstand stellen. Haben uns gefragt, trägt unser neuer Name noch das, wo wir in ein paar Jahren sein wollen? Und wir hatten erst einen ganz anderen Namen, der war sehr, also wir hatten es Future Branding Experts genannt, so FBX, hatten auch schickes Design, hat uns gut gefallen. Und da habe ich irgendwann saß ich so beim meinem Geschäftspartner, Sascha, so nebeneinander. Hab ich gesagt, haben wir nicht noch irgendwas, was irgendwie ein bisschen mehr Identifikationspotenzial, ein bisschen mehr Storytelling hat? Und da haben wir gesagt, nee, wir bleiben jetzt dabei. Und plötzlich, wie es ja immer so ist bei Kreativen, fängt man dann an. Und da haben wir uns so die Namen hin und her geschmissen. Pitch, Boom, Bang hatten wir. Bis kurz vor Ende war heiß wie Frittenfett. Ist übrigens noch frei, falls man noch einen guten Agenturnamen braucht. Haben wir einfach heiß wie Frittenfett. Wir machen alles mit sehr viel Enthusiasmus und sehr viel Leidenschaft und so weiter. Waren wir so unterwegs. Und tatsächlich ist der beste Pferd im Stall ja gar nicht so. So das Ergebnis von einem krassen Prozess, sondern ich kam vom Friseur und dann habe ich von Sascha eine WhatsApp bekommen, der meinte, was hältst du denn vom bestes Pferd im Stall? Und da hab ich erst gelacht, habe ich nicht ernst genommen, und da habe ich so beim Weitergehen drüber nachgedacht, habe gesagt, eigentlich, habe ich gesagt, ist das total geil, weil am Ende des Tages ist es ja genau das, was wir machen, unser Markenversprechen, weil anders als im Sport gibt es ja in der Wirtschaft keinen zweiten Platz. Wenn du nicht das beste Pferd im Stall für irgendeine Zielgruppe, für irgendwelche Mitarbeitende, was auch immer bist, das beste Pferd im Stall in der Bewerbung auf eine Stelle, bekommst du den Job nicht, bekommst du den Mitarbeitenden nicht, bekommst du diesen Arbeitsplatz nicht. Ne? Und das heißt, das habe ich gesagt, cool, ist die Domain noch frei, ist noch, ja, dann machen wir das doch, dann machen wir quasi unser Markenversprechen gleich zum Namen unseres Unternehmens. Dann hat man die große Herausforderung, das unseren Mitarbeitenden zu präsentieren, wie wir künftig heißen werden. Hatten wir so ein bisschen die Hosen voll, weil wir das so gemacht haben. Dann war erstmal großes Schweigen im ganzen Saal. Und die erste Frage: Wie melden wir uns am Telefon? Und da haben wir gesagt: Naja, so Nico Gundlachs, beste Pferd im Stall. Aber ich muss tatsächlich sagen, hätten mit diesem Erfolg tatsächlich hätten wir null gerechnet, weil der hat wirklich eingeschlagen, ganz, ganz krass. Ich bin mir auch völlig klar, dass es durchaus auch Kunden gibt, die genau wegen dem Namen nicht mit uns zusammenarbeiten. Auch völlig, völlig klar. Manchmal kommen wir auch viel, ja, das ist sehr selbstbewusst und so. Aber wenn wir es erklären, also die Leute sprechen halt drüber. Ne? Und das war bei Neue Form halt nicht so. Und du hast natürlich ein tolles Potenzial für Storytelling. Ne? Wir haben hier quasi bei Workshops haben wir unsere Getränke, ne? Das heißt, wir haben eine Tränke hier und alles Mögliche. Also du kannst natürlich, hier sind lauter Kreative im Raum, also das zu inszenieren. Wir machen immer eine Kundenveranstaltung fest im Sattel, also das fest im Sattel. Na, du kannst das so großartig machen. Unsere Telefonwarteschleife, es gibt so ein Lied, ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen. Ne, so. Also du kannst es natürlich großartig. Und ich glaube, alle Pferdeschwänze-Witze sind auch gemacht. Also von daher, man kann uns Kundinnen und Kunden schenken uns alle immer, wenn es irgendwas mit Pferden zu tun hat. Ab von Zeit zu Zeit bekommen wir auch mal vom Pferdeenthusiasten eine Anfrage. Also ja. Also ich glaube, wer da nicht das Augenzwinkern versteht, der braucht auch nicht in euren Erlebnisraum reingehen, ne? Ich glaube, das ist ja schon, der Ganz Name ist ja schon wichtig. ein Filter für eure Kunden. Und von daher ist das total fantastisch. Genau, also das war genau auch so ein bisschen die Frage, wo wir gesagt haben, ne, wenn es jemand nicht will oder wenn das jemanden abschreckt oder sowas, wir sind auch nicht für jeden was, ne? Und ich glaube, man merkt mittlerweile, und nach vielen Jahren hat man irgendwann noch die Erfahrung, geht euch, glaube ich, auch so, man hat ein Gespür dafür, wer passt zu einem und wer passt nicht. Und
Das ist auch eine unserer Themen, die wir irgendwo stehen haben, dass wir wirklich sozusagen, wir haben es irgendwie formuliert, unsere Kunden sind die, die den gleichen Hafer fressen. Also das heißt, die eine ähnliche Einstellung, eine ähnliche Idee haben und die auch wirklich Lust auf den Prozess haben. Also wir drängen niemanden in diesen Prozess rein, weil dann werden wir auch nicht glücklich. Wir brauchen diejenigen, die da Bock drauf haben. Total klasse. Also wenn ihr mal auf die Webseite gehen wollt, ist es, glaube ich, bestespferd.de, oder? Genau, bestes-pferd.de und bestes Pferd Bestes wahrscheinlich Minus auch. Pferd. Bestes-pferd.de ist die Website. Genau. Wunderbar. Nico, total klasse. Es war großartig. Nicht nur, dass es meine Freude war, dich wiederzusehen, mit dir zu sprechen. Ich fand es unglaublich inspirierend. Ganz, ganz großes Kino, was ihr da macht. Also da möchte Dankeschön. ich am liebsten gerne mal selber so einen Prozess miterleben. Also wirklich, alleine das ist schon toll, also das als Erlebnis zu sehen. Und Dankeschön. ich werde das auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Und wenn ich mal einen Kunden habe, der mal ein außergewöhnliches Marken- und Identitätserlebnis haben will, werde ich auf jeden Fall euch ins Spiel bringen. Ich finde es wirklich ganz, ganz toll, was ihr da macht. Und ja, wenn ich mal in Kassel bin, dann komme ich gerne mal auf ein Käffchen vorbei und gucke mir das mal Sehr live gerne. an, wenn es in Ordnung ist. Immer gerne. Also wirklich ganz, ganz großes Kompliment an eure Arbeit, also auch an euren Geist, weil es lebt ja von euch, ne? Also in der Organisationsentwicklung weiß man, dass das immer von dem Gründergeist ausgeht und das, was ihr da mitmacht und zeigt und vorlebt, ganz, ganz großes Kino, wirklich, wirklich toll. Dankeschön. Nico, vielen, vielen Dank. Möchtest du noch irgendwas sagen, loswerden, dann. Ich möchte mich einfach wirklich nur ganz, ganz herzlich bedanken, dass also bis zum Schluss immer noch über 50, 54, 55 Teilnehmerinnen, Teilnehmer mit dabei waren. Ich weiß, es ist echt, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Das ist kein leeres Gerede. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Ganz, ganz herzlichen Dank, weil es gibt eine Million Möglichkeiten, auch an dich, Andreas, weil es zeigt auch die Qualität dieser Veranstaltung, dass so viele Teilnehmende da sind. Ich darf ja öfters mal auch in Formaten dabei sein und das ist tatsächlich, also, dass plötzlich 50 Leute hier waren, damit hätte ich nicht gerechnet. Also von daher freue ich mich und wirklich ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle, dass ihr euch die Zeit für mich genommen habt. Ganz lieben Dank. Und es gilt generell, wenn ihr mal in Kassel seid oder ihr mal einen Raum braucht oder sowas, immer gerne einfach Total mal schön. reinschauen. Freuen wir Also uns. den Chat werde ich dir schicken. Also wenn ihr noch Nico einen lieben Gruß, Grüß, ein Dankeschön in den Chat schreiben wollt, dann macht das jetzt gerne noch. Ich lasse es noch kurz ein bisschen laufen. Ich werde es Nico dann schicken. Also von meiner Seite aus, ich danke euch, dass ihr wieder dabei wart. Ganz richtig, dass ihr wieder fast 1,5 Stunden zugelauscht hat. Also ich bin total begeistert, inspiriert und freue mich morgen wieder, mich an meine eigene Selbstinszenierung dran zu machen. Und das motiviert mich auch immer. Deswegen freue ich mich, so tolle Gäste zu haben. Nico, vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald Dankeschön. wieder. Das hoffe ich Habt alle auch. noch einen Euch schönen allen schönen Abend Abend. und Liebe bis zum Grüße. nächsten Designabend. Ciao, ciao. Tschüss.